Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schoki Banoki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Bei mir ist der Sascha. Hi. Ich bin der Marc. Hallo. Ja, wir starten direkt mit einem Geburtstagskind. Ja. Heute hat es Geburtstag der Ricky Martin, Latin Lover, Alter, Living La Vida Loca. Ja. Heißt der Ricky Martin oder heißt der Ricky Martin? Der heißt eigentlich Enrique José Martin Morales. Ja, ich war ja mal in Spanien. Aber man nennt ihn Ricky Martin, ja. Ich war ja mal in Spanien und dann war ich im Restaurant, ich kann ja kein Spanisch. Und dann habe ich dann zu der Bedienung gesagt, un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria. Das heißt so viel wie 1, 2, 3, einen Schritt vor, einen Schritt zurück oder irgend sowas. Ja. Und dann die so, hey, was willst du von mir? Und dann hat sie gesagt, und dann habe ich gesagt, yo no soy marinero, soy capitán. Das ist von irgendwie La Bamba oder sowas, von dem Lied, ne? Ja. Das ist so, das ist mir egal, ich hab mit Marine habe ich nichts zu tun und so, wenn ihr Militär. Also, hat er voll angefangen mit mir zu diskutieren. Geil. Und dann habe ich noch ein anderes Lied irgendwie dann irgendwie nur so gesagt. Halt, ja, ne? Ja. Und dann hatte ich volles Gespräch mit der gehabt. Und zum Glück hatte ich den José, unseren ja, Zeichner, ja, hatte ich mit dabei. Und dann hat er dann wieder geschlichtet, der hat sich voll aufgeregt darüber, schon alleine über den Satz, yo no soy marinero, soy capitán. Yo no soy marinero, soy capitán. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Und dann, ach so, genau, wie ich das gesagt habe, hat sie gesagt, du sagst, du hast mir gar nichts zu befehlen. Ich kann in meinem Restaurant machen, was ich will. Klasse, ja. Klasse. Ja. Aber wenn du im Restaurant bist, dann sagst du natürlich, una cerveza con cola, por favor. Ne? Ich kann nur einen mit was? Con? Con cola. Con cola, also das heißt mit Cola. Oh, sing ja. Cola. Ein wichtiger Satz im Spanisch, jetzt treffen wir so ein bisschen ab. Was ist ein wichtiger Spatz. Spatz in Spanien? Ein Satz im Spanischen ist, yo quiero una familia contigo, pero tu falta es muy larga. Habe ich gelernt von José. Okay. Und bedeutet, ich würde gerne mit dir eine Familie gründen, aber dein Rock ist mir zu lang. Das ist ja wirklich mal nützliches Wissen. Kommst du gut damit an, auf jeden Fall. Aber am 24. Dezember 1979 ist die erste europäische Trägerrakete Ariane gestartet vom Weltraumbahnhof Kourou im Französisch-Guinea. Aha. Guyana. Ja, und erfolgreich auch ins Weltall gestartet. Das war 1979. Warum die das gerade am Heiligen Abend machen, weiß auch kein Mensch. Weiß auch kein Mensch, ne? Nee. Also irgendwie, ist irgendwie komisch. Was haben wir noch am 24.12.? Was haben wir denn noch am 24.12.? Ja, also wir haben heute zwei Geburtstagskinder. Ja. Jetzt kommt's. Und dazu muss ich erstmal ganz kurz, Moment mal ganz kurz. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Präsident. Sascha. Happy Birthday to you. Ja. Unser Sascha, unser Schoki Manuki Sascha hat heute Geburtstag. Jawohl, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Dankeschön. Wie fühlt man sich wieder ein Jahr älter? Auf jeden Fall nicht zu jung. Am 24.12., ich übergehe das jetzt einfach, am 24.12.1851 ist bei einem Großbrand im Washington in der Kongressbibliothek die Hälfte der Bücher alle verbrannt. Wow. Das war am Heiligabend. Haben sich die Amerikaner gedacht so, blöd. Ja, blöd. Haben wir nicht aufgepasst an Weihnachten? Ist doof, ne? Ja, ist doof. Ja, alle Bücher, zack, also die Hälfte auf jeden Fall, zack, piu, verpufft. Das ist schon tragisch. Ja. Also, würde ich mich ärgern. Das ist wirklich ärgerlich. Das ist wirklich gerade an meinem Geburtstag, ne, damals. Gerade an meinem Geburtstag. Gehen wir jetzt eigentlich ein Bier trinken oder was machen wir jetzt hier im Anschluss? Wirklich. Ha? Ja, klar. Was meinst du, ich bin heute Abend voll wie ein Pisspot? Du zahlst. Oh, scheiße. Das kann teuer werden. Ja. Ja, dann sagen wir bis morgen. Mal gucken, wie es morgen ist. Ja, mal gucken, ne? Ja. Mal gucken. Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns. Tschüssi. Ja, Leute, vor lauter hier Geburtstag, vor lauter Bibliotheksbränden und so weiter, haben wir natürlich ganz vergessen, euch frohe Weihnachten zu wünschen. Ne? Frohe Weihnachten. Das holen wir hiermit. Die Frage, was ist wichtiger? Nach. Frohe Weihnachten oder Sascha's Geburtstag? Natürlich Weihnachten, ist ja klar. Oder Ricky? Rickys Geburtstag? Rickys Geburtstag. Nee, ja. Weihnachten. Nein, das Fest der Liebe euch und euren Verwandten, Bekannten, Freunden, Freundinnen, alles Gute. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Haut rein! Tschüss!